Grüße, Herrn Hein, Vorstand der Evocare Telemedizin Genossenschaft, Kurator Access im Hinblick auf Integrationsbegleitung Behinderter in Erlangen. Er ist Ingenieur der Elektrotechnik, war Dozent an der Uni in Siegen, war, glaube ich, auch eine relativ lange Zeit Siemensianer. Seit 15 Jahren oder jetzt bei 16 Jahren so ein Getriebener in Sachen Telemedizin. Wir hatten die erste Veranstaltung, oder er hatte die erste Veranstaltung zu diesem Thema, jetzt gemeinsam mit dem Herrn Schupp, der auch anwesend, Herr Dr. Schupp, der hier anwesend ist, im Jahre 2002. Also seit der Zeit sammeln wir schon Erfahrung. Sein Thema: Telemedizin, Chancen für Kliniken und Kosten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema Kamera, zu der Frage eben. Vor, ich würde sagen, 15 Jahren haben wir beim Haus von Dr. Schupp damals mit dem Orthopäden, mit unserer Klasse heute, Technologie erprobt, um Physiotherapie zu unterstützen. Und der Dr. Klatten hatte damals die Idee, das war einfach eine PC-Software, die den Patienten Übungen vorgeturnt hat. Ohne Supervision, das gab es damals alles noch nicht. Und es gab auch noch nicht eine Kameraüberwachung. Der Dr. Klatti hatte damals die Idee, dass man einfach mal eine Kamera auf den PC stellt, ohne die anzuschließen. Und interessanterweise hat sich die Kompetenz von Patienten verbessert. Die Idee fand ich beeindruckend und hat auch tatsächlich gewirkt. Also interessante Sache. Zu meinem Vortrag, der nun, nachdem wir so viel die Telemedizin gehört haben, sowohl von Kostenträgerseite als auch Leistungserbringerseite, muss ich fast sagen, das ist eher eine Zusammenfassung. Das, was wir heute Vormittag gehört haben, ich will auch nicht die Regierungserklärung zitieren, ich will auch meine persönliche Sicht ein bisschen darstellen. Für mich ist tatsächlich diese Zulassung des 8. Juli 2013 durch die Rente Bayern Süd ein Durchbruch. Nicht für eine Genossenschaft wie Evocare oder ein Produkt oder eine Technologie, sondern ganz einfach, weil man, ich sag mal, der Therapie hat zum Laufen verhelfen können, mit Laufen meine ich, die ortsunabhängig erbringen können. Das über viele Jahre, hier das sind weit über 10 Jahre Vorbereitungszeit, Erprobungszeit, wo man durchaus auch mal, sagen wir, etwas ungeduldig werden kann nach 10 Jahren, bis es dann tatsächlich soweit ist. Also wichtig ist für mich daran, auch selbst die Erkenntnis dabei gesammelt zu haben, dass die Therapie ein wesentlicher Schlüssel ist, und zwar nicht nur im Bereich Rehabilitation. Wenn man über Therapie spricht, sprechen wir nicht nur über Physiotherapie, also Bewegungstherapie, sondern auch Sprachtherapie, Neuropsychologie, Kognitionstraining. Und das Verfahren, was dem zugrunde liegt, ist in diesen unterschiedlichen Einsatzbereichen eben anwendbar. Und das ist aus meiner Sicht der wahre Durchbruch, der hier gelungen ist. Die Chancen für Kliniken liegen an sich auf der Hand. Wobei ich zu sagen, es kann natürlich auch ein Zentrum sein. Ob das jetzt ein ambulantes Zentrum zur Versorgung zu Hause anbietet oder eine stationäre Einrichtung, spielt an sich keine Rolle. Prinzipiell ist es letztlich die Möglichkeit, eine neue Behandlung, und wir verstehen Telemedizin tatsächlich als Behandlung, zusätzlich zu den bisherigen Angeboten zu offerieren. Und da sind für mich die wahren Chancen der Zukunft für die Einrichtungen, denn man kann letztlich die Behandlung, die man dann anbietet, nicht nur im Bereich Rehabilitation zum Einsatz bringen. Wir sind auch jetzt sehr stark in der Diskussion, wirklich sektorenübergreifende Modelle zu leben, ohne dabei die Begrifflichkeit integrierte Versorgung zu verwenden. Ganz einfach, weil es jetzt viel einfacher geworden ist. Sie können Therapie zur Prävention einsetzen, im direkten Anschluss zur Frühreha oder der Rehabilitation, oder, das kommt heute Nachmittag noch, wenn man sich diese therapeutische Anwendung vorstellt, nicht zum Zwecke der Reha, sondern Prävention bei der Uni zu Hause, können wir damit, und das kommt auch heute Nachmittag noch, Pflegebedürftigkeit verzögern. Zumindest Sorge dafür tragen, dass mehr Eigenständigkeit zu Hause gelebt werden kann. Die Chancen sind jetzt weitestgehend genannt worden. Zunächst war ein wichtiger Schritt, und der Professor Schöpski hat es eben sehr eindrücklich auch dargestellt, was alles zu tun ist, damit eine solche Leistung mal von einer Institution wie einer deutschen Rentenversicherung tatsächlich anerkannt werden kann. Es sind natürlich viele Untersuchungen ökonomisch, die
die stand übrigens ganz zum Schluss, zu Beginn natürlich, ist das überhaupt praktikabel, funktioniert Technik, gibt es eine Akzeptanz dafür, ist natürlich auch eine Wirksamkeit gegeben, sodass man den zuständigen Aufsichtsbehörden gegenüber auch argumentieren kann, dass man derartige Dinge bezahlt. Natürlich ist ein Vorteil, der direkt ablesbar ist, dass man mit Hilfe solcher telemedizinischen Verfahren auch günstiger versorgen kann. Und wenn es nur die Fahrtkosten sind, die man sich einspart, dann ist das durchaus schon als Argument zu sehen. Frühberentungsvermeidung in Arbeiten aus, was aus dem Haus von Fusenschöpfchen kommt zum Beispiel, eine Zahl, die heißt, wenn man von 167% nur eine Frühberentung vermeiden könnte, dann haben sich die Kosten schon getragen. Oder eben auch eine Frage, was ist denn ein Thema schnellere Wiedereingliederung? Auch in einer der Bachelorarbeiten ist festgestellt worden, dass bereits nach 6 Wochen 40% der Befragten berufstätig waren. Auch keine schlechte Zahl. Die Strukturschwachgebiete haben wir schon gehört, wenn ich schnell drüber gehe. Chancen für Kliniken eröffnen sich für mich ganz konkret in unterschiedlichen Indikationsgebieten. Denn egal, ob wir einen Schlaganfall-Patienten versorgen oder eine Hüft-OP, in beiden Fällen arbeiten die Therapeuten mit dem Patienten. Und die Therapeuten bleiben immer gleich. Das sind immer die Logopäden, die Ergotherapeuten und Physiotherapeuten und Neuropsychologen natürlich. Insofern bietet diese Möglichkeit, eine sehr große Palette zum Einsatz zu kommen. Wir diskutieren derzeit sehr stark die Psychosomatik, gerade mit den verschiedenen Rentensicherungsträgern, weil da die Frühberentungsraten eben sehr hoch sind. Nochmal kurz die Vorteile. Natürlich habe ich auch gehört von Dr. Schupp, eben die Intensivierung der Therapieleistung ist ein wichtiger Punkt, gerade auch in der Neurologie, weniger technisch in der Orthopädie. Man kann Routineanteile intensiv beüben und, das stellen wir auch in stationären Einrichtungen fest, so bleibt tatsächlich mehr Zeit für komplexere Therapieleistungen. Man kann auch Therapie abends und am Wochenende machen. Der ein oder andere Patient möchte das. Man kann helfen, Therapiestandards zu erfüllen. Letztlich für eine Einrichtung kann das ein Imagegewinn sein. Wir sprechen mit Einrichtungen beispielsweise in der Schweiz, die sich ganz anders aufstellen als ich sag mal, das, was man so klassischerweise unter stationärer Reha versteht. Da sind solche modernen Methoden tatsächlich als Imagegewinn zu werten. Und natürlich dann eine Steigerung der Patientenzufriedenheit, sofern wir genau die erwischt haben, die das dann auch wirklich machen wollen und das nicht versuchen aufzudrängen. Natürlich muss, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch, ich will fast sagen, schmerzhaft haben lernen müssen, die Patienten diese Therapiemaßnahme in einer stationären Einrichtung in einem persönlichen Gespräch mit dem Therapeuten kennenlernen. Diese Wunschvorstellung, die ich oft von Telemedizinern höre, dass man schnell mal einen PC irgendwo hinstellt, das einschaltet und der Patient macht dann was, das halte ich für, ich hätte fast gesagt, Unsinn. Die Erfahrung zeigt, dass es eben so nicht funktioniert. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich selber als Patient sehen würde, würde ich das auch nicht so haben wollen, um es ehrlich zu machen. Ich würde in der Klinik mich antrainieren lassen, um dann unter Fachanleitung weitermachen zu können. Dass man das mit nach Hause nehmen kann, ist unbedingt ein Vorteil, brauche ich weiter zu erklären. Und wirkt umso besser dann, wenn das vertraute Team aus der Klinik weiter betreut. Wir haben das auch anders versucht, dass wir aus einem eigenen Therapiezentrum Patienten weiter versorgt haben, die über ein anderes Klinikteam eingewiesen wurden. Das ist ein bisschen schwierig, weil der dann mit dem Patient aufnehmende Therapeut ja gar nicht persönlich bekannt ist. Und das ist schwierig für einen Patienten zu akzeptieren. Insofern präferieren wir immer den Weg, dass das Klinikteam die Betreuung startet und auch weiter beibehält. Wichtig, und es ist heute mehrfach gefallen, und es freut mich auch, wenn das so verstanden wird, dass die Therapie ausschließlich unter Kontrolle und Supervision erfolgt. Dr. Götz hat es eben vorgestellt, die Vorgaben zum Thema Delegation, die mir gar nicht bekannt waren aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, bekräftigen das, auch wenn wir hier im therapeutischen Bereich sind, also nicht als ärztliche Leistung abrechnen, aber das Prinzip ist letztlich das Gleiche. Natürlich sind die Trainingszeiten zu Hause vollkommen unabhängig von Öffnungszeiten irgendwelcher Einrichtungen. Wenn man jetzt ein solches Versorgungsverfahren einführen möchte, und ich kann es nur noch mal betonen, für uns ist das ein Behandlungsverfahren, dann reicht das nicht, ich komme jetzt ein bisschen zu dem klinischen Bereich, dann reicht das nicht, wenn wir in der Klinik 3 PCs aufstellen und dann den Patienten gelegentlich mal ranlassen, um zu schauen, wie es dann funktioniert. Also es muss diversen Prozessen gehorchen, und ich kann es vielleicht andersrum argumentieren, die Deutsche Rentenversicherung hätte sowas nicht zulassen können, wenn nicht entsprechende Prozesse, Richtlinien etc.
zertifizierte Ausbildung, Datenschutzkonzepte, was alles dazugehört, verfügbar werden und auch über viele Jahre Prokuren, die letztlich in einer Klinik dafür Sorge tragen, dass ein solches Verfahren in eine Therapieabteilung mit aufgenommen werden kann. Mir ist das immer wichtig zu sagen, auch wenn es ein bisschen komisch rüberkommt, wenn ein Ingenieur dann über Telemedizin referiert und sagt, das ist kein Computerspielchen, weil letztlich kommt derartige Technologie zum Einsatz. Trotzdem bin ich ein Verfechter der Supervision, des Supervisionsgedankens, und das ist für uns tatsächlich oberste Direktive. Deswegen sehen wir das nicht als Eigenbehandlung, auch nicht als Computerspielchen. Und das ist keine Internetanwendung derzeit, ganz einfach aufgrund der datenschutzrechtlichen Hürden. Was wir für Erfahrungen gesammelt haben, das ist meine vorletzte Folie. Wichtig ist der Zugang, der durch die Fachkraft erfolgen muss. Die Telematik, ich unterscheide das wirklich von Telemedizin, ist dabei Enabler, aber nicht der Schlüssel zum Erfolg. Hier etwas ketzerisch, die Computer machen Omis nicht glücklich und auch nicht gesünder. Das stimmt tatsächlich. Es ist die Behandlung, die den Patienten dann gesünder macht. Und darauf sollte man sich fokussieren, auch wenn man Technologie nutzt, um die zu transportieren. Und die letzte Sache ist, die kommt einem oder die bemerkt man erst dann, wenn man viele Patienten derartig versorgt hat, nämlich diese Chance einer telemedizinischen Behandlung, die birgt auch eine Verantwortung und auch eine Verpflichtung, die man gerne übersieht. Weil eine telemedizinische Behandlung weckt ein Bedürfnis, oder ich fasse mal andersrum, ich erzähle es mit meinem Vater. Mein Vater hatte eine Herzoperation und hat dann 2 Jahre lang kardiologische Nachsorge zu Hause durchgeführt. Er wollte mich sicher nicht damit ärgern, dass in dem Moment, wo nicht nach 2 Tagen eine neue Verordnung vorlag, er sofort bei mir angerufen hat und gefragt hat, was denn los ist. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Die Patienten, wenn die diese telemedizinische Behandlung annehmen, also auch wirklich selber machen wollen, dann erwarten die auch gleichzeitig, dass man sich kümmert. Und das Kümmern erfolgt nicht dadurch, dass da ein Evolino steht, ja, auch wenn das Technologie aus dem Haus ist, aber nicht dadurch, dass der Evolino da steht, sondern dass Verordnungen und Feedback über diese moderne Technik nach Hause transportiert werden. Das ist die Erwartungshaltung. Für mich zeigt das aber auch gleichzeitig, dass wenn man so weit kommt, dass man dann gleichzeitig auch bewiesen hat, dass der Patient diese Versorgung akzeptiert. Also er akzeptiert das, er kann das bedienen und er fragt dann erst nach. Das sind so Erfahrungen, die erst nach vielen 100 Patienten oder 100.000 Patienten kommen und die einen dann letztlich auch, ich muss wirklich sagen, zufriedenstellen, weil dann, erst dann, wenn der Patient eine derartige Versorgung akzeptiert, ist das langfristig oder kann das langfristig von Erfolg gekrönt sein. Ich sage mal, immer die letzte meiner Folien, ich glaube wirklich, dass wir neben der stationären und ambulanten Versorgung eine weitere Versorgungslandschaft erlebt werden. Teilweise heute schon erleben. Das ist eben eine telemedizinische Versorgung. Die wird uns ganz sicher helfen, auch dass nicht nur untereinander vernetzt wird, sondern Versorgung nach Hause transportiert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.